Hey, 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 wir sind's mal wieder zu einer neuen Folge von World of Tanks. Ich bin's, der Sperros. Und ja, der Tobi ist auch wieder mit dabei. Hallo. Ja, und hier seht ihr neuen Panzer. Nashorn, ja, 30% billiger, haben wir halt mal zugeschlagen. Ja. Mal gucken, wie es so läuft. Testen wir mal aus und danach, ja, T29 können wir ja nochmal zeigen. Ja. Jetzt machen wir erstmal den hier, was der so drauf hat. Ja, Panzerung hat er ganz viel, also ihr wisst schon. Am besten an die Front, Ehren 100, 100%ig arbeiten. Welche Ehren-100? Ich sehe nur andere, aber... Naja, maximal T8. Ja. Aber wir haben ja immer eine fette Kanone drauf. Macht gleich über 200 Ja, Schaden. das war's dann aber auch mit der die Kanone und dann, ja. Mal schauen, wie schnell das Ding hier fährt. Ja, Hoffentlich könnte nichts. eigentlich schon recht schnell werden. Hoffentlich nicht so lahm. Arschig, Ja, hier Mann. Kanone, seht ihr, 203 Durchschlag, 240 Schaden, das ist halt die Kanone, die auf dem T-Shirt drauf ist. Und Nachladezeit müssen wir halt ein wenig gucken. Wo fahren wir lang? Ja, gute Frage, campen hier oben vermutlich. Von hier oben kann man doch nach links da ballern und dann auch noch hier rechts runter ballern. Nachladezeit ist alle. Eieiei, die ist ja genial. So schnell wie auf dem Tiger und das noch nicht mal mit einer 100% Crew. 6,85. Gun Elevation, da hätten sie aber schon ein wenig noch zulegen können, also das ist ja Meine, das gar Ding nichts. ist nach oben offen. Ja. Gun Depression ist ja auch mies. Das Ding ist nach oben offen. Mensch. Ja, da regnet's rein. Wollen wir hier wirklich kämpfen? Oder auf die andere Seite? Oh, guck mal, da unten kommt schon was. Das dich abschießt. Den ich hab schon. Vielleicht sollen wir weiter nach links fahren. Ich geb dir einen Tipp, fahr da weg, der scoutet dich. Ach, die haben Artillerie, so ein Mist aber auch. Verdammt, ES von hinten. Ja, haben wir jetzt auch so einen geilen Soundmod mit drin, der sagt so coole Sprüche. Werdet ihr halt immer mal wieder mitbekommen. Ansonsten habe ich die Mods nur aktualisiert. Nichts besonderes Neues oder so. Oh Mann, gescheit zielen müssen wir aber auch mal können. Kann man da überhaupt durchschießen? Keine Ahnung. Ah, es geht ein wenig. Aber der Busch hier ist ja immer noch der Mega-Busch. Der Tiger da drüben. Alter, schieß mich nicht. Ich war das nicht alles. Da hat noch was mit reingeschossen. Das waren wir jetzt. Wir machen den Tiger fertig. Alter, der arme Tiger. Der lag gleich wieder zurück. Ah, den 120. Das muss wehtun, Alter. Was machen die denn alle? Wieso kann ich die alle nicht treffen? Und die nichts nur. Ah, Oh Mann! Mann, fährt er zu schnell. Der Tiger? Ne, der 21 steht gerade. No! Er ist getrackt. Ich hätte auch schießen können. Ah, da drüben ein Nashorn. Das man nicht treffen kann. Es brennt. Was? Brennendes Nashorn. Ja, red mal ein wenig lauter. Okay. Denkst du, hier ist alles clear? Ja, ich glaube, wir sollten mal auf die andere Seite. Obwohl. Oh, guck mal, da fährt gerade ein Nashorn. Das ist auch eine ganz nette Beute. Dass dann stehen bleibt. Wieso bewegen die sich immer, wenn ich Also die schieße? Kanone ist ganz geil, die Nachladezeit ist epic und das ist noch nicht mal mit 100%. Und dann noch das da hier. Der Steward macht das Nashorn kalt. Naja, das Nashorn soll da mal wegfahren, dann können wir es auch mit kalt machen.
So, weg. Der AT, den kann man nicht treffen. Die da drüben haben das ganz schön gut gemacht. Ja. Dann fahren wir hier einfach mal irgendwo weiter vor. Ja, die letzten Worte bis zum Tod. Ne? Naja. Aber die da oben auf dem Berg, die ist... Jedenfalls zeigt mir die Minimap nichts an, dass da was gescoutet wurde. Alles schon tot. Ja. Okay, die da drüben macht den AT fertig. Da drüben ist noch eine Hellcat. Eine Kitty. Ob wir die treffen können. Die Hellcat. Die machen wir schon kalt, die Kitty. Wo hab denn ich hingeschossen? Und ich habe einfach blind geschossen und hab getroffen. Ich sehe sie nicht mehr. Alter, hat er auf mich geschossen oder was? Alter, das ist so genial, wenn man zu zweit hier mit dieser geilen Kanone ist. Und einfach bam, bam, 200 Schaden hintereinander, 6,33 Sekunden Nachladezeit. Einfach nur göttlich. Und das auf dem Tier hier. Ja, wir hatten ziemlich viel Glück. Auf dich wurde einmal geschossen, auf mich wurde einmal geschossen. Und das war's dann auch schon. Ja. Wo ist denn der Chromwell? Der fängt jetzt gleich bei uns zu kippen an, weißt du? Nee, das geht nicht. Wir haben das gesamte Gebiet weiträumig durchstreift. Von allen Seiten kommen wir. Der kann nirgendwo durch. Auf jeden Fall hat er schon einen gekillt und der wurde noch nicht gescoutet. Ich bin in der Base mit dem Chrome. Ja, das geht, naja, könnte so. Das geht ja auch gerade bergauf. Schau, sag ich doch dir. Wie macht er das? Wo ist der bitte durchgekommen? Die waren doch links, rechts und wir sind hier in der Mitte durch. Hab ich doch gesagt, ja, fängt gleich zu knappen. Oder ist der in der Stadt durch, als wir da auf dem Berg da drauf waren, oder? Kann sein. Ja, kept against one tank. Ja. Durchaus. Du hast es erfasst. Doch. Boah, jetzt bin ich extra hier rüber gefahren, jetzt fahre ich nicht mehr raus. Um dann anderen den Kill zu geben, sicherlich. Also die Gun Elevation, da ist man vom 4C mehr gewohnt. Da hätten sie ja eventuell zulegen können. Hm. Oder wenigstens Gun Depression einführen können. Alter, Panzermeisterschützer, doch kein Großkaliber. Versuchen sie in einem Gefecht den meisten Schaden über eine Distanz von über 300 Meter. Habe ich sie einfach alle abgesnipert. 2000 Schaden. Bams. Netter Panzer, muss man schon sagen. Ja. Wenn es denn so gut läuft wie hier, es läuft ja nur nicht immer so, aber... Ja. Das war schon mal eine optimale Demonstration von der Kanone. Die Demonstration der Panzerung folgt in der nächsten Folge. Ja, die Gefechte, in denen man dann One-Shot weg ist und so, die kennt man ja auch. Legen wir gleich weiter nach mit dem T29. Best Panzer. Das Ding ist einfach nur ein Brett. Du stehst da. Wenn du in der Mulde stehst und sie nur deinen Turm sehen, dann haben die überhaupt keine Chance. Die Frontpanzerung ist auch geil. Naja, unten in der Wanne ist nicht so toll. Aber ich glaube, die ist sogar besser als die vom Tiger. Ja, die vom Tiger, da reden wir erstmal gar nicht drüber. Ja. Wenn der schräg da steht und du einen schrägen Durchschlag hast, dann prallst du da voll ab. Ja, toll. Ich mit meinem Chromwell oder so, 140 Durchschlag, ja, da wird's schon knifflig. Fahr mal rechts, oder? Rechts. Okay, rechts. Mann, dreh mal dein Sound leiser, ich höre rumpel. Ja, mir Kopfhörer aufsetzen können, aber ja. Vergessen, egal. Mal schauen, was da drüben so alles kommt. Ist ja wieder top aufgeteilt von unserem Team hier, alle Tier 8er hier rechts. Aber viel Kondor, ne?
Ja, also. Geil. Nee, nicht geil. Ja, auch. Das war ja auch ironisch. Wir sind doch hier schon genug, ihr Hornochsen, ey. Könnt ihr nicht gucken? Wir sind die Ersten, die hier rüber gefahren sind. Also kann ja. Also fahren wir sicher nicht zurück, aber der KV4 da, wo hinten, wo er ist, dann soll er doch mal zurückgehen. Echt so, scheiß Kaffee auf ihn. First Blood. Oh, fahren sie wieder hinter ihren Berg. Soll er noch mal rauskommen? Dann sind sie ja weg. Genau, und schon ist nicht heiß geworden. Tja, und ich krieg dann wieder den Kill. Auch wenn es mir nicht viel bringt mit den 30 HP, aber. Ja, aber es sieht gut aus in der Statistik. Komm, den Oh fuck. Viecher, den holen wir uns. Oh, da hinten ist noch ein ARL. Um den kümmere ich mich erst gar nicht. Gucken wir mal, der D29 schon in die Richtung hier. Und fett einen reingedrückt. So muss es sein, ja. Da ist auch schon weg. Jetzt kommt der KV4 dran. Ich lock ihn nach vorne. Oh Mann, verdammter Aal. Der wird jetzt als nächstes dran glauben müssen. In der Tat. So, 314 einfach mal in den Turm rein. Lol, ey. Ich habe vollste Genauigkeit. Und ich gegen nicht. Alter, von wo? Von wo? Ich würde sagen, wir drehen uns mal wieder rum. Alter, was? Von wo bitte ein fucking RHM? Und wieso hat er mich hier wieder gesehen oder was? Scheiß Tiger, Alter! Ferne die ganze Zeit vor und dann, wo ich schieß, ihm in den Lauf schießen will. Ey, unglaublich. Ja, das Bleibt mir sowieso, aber. Mann, der Aal hat mich zwar gescoutet, der erste Schuss, schön, aber dann schießt der Kerl nochmal. Ich kann doch gar ein nicht mehr RH, aufgescoutet Alter. gewesen sein. Was? Ich kann doch gar nicht mehr aufgescoutet gewesen sein. Und den sieht man gar nicht. Wo genau war denn der dann bitte? Denn dieser RHM? Keine Ahnung, der wurde noch überhaupt nicht aufgescoutet, sonst hätte ich es ja gewusst, aber. Der macht hier einen nach dem anderen Pferde. Das ist voll der Stealth-Bomber. Genau, alter Typ 58. Fuck off. Ja. Sicherlich, sicherlich. Macht mal immer was gegen diesen Typ. Der mich die ganze Zeit scoutet. Der scoutet dich doch gar nicht. Natürlich scoutet er mich. Nein, wenn du ihn nicht siehst, dann sieht er dich auch nicht. Ja, aber Alter, dieser RHM, Alter. Hallo, Was? der hat unseren KV4 kaputt gemacht. Mensch, alles macht er kaputt. Jetzt hol ne dir den Typ, hol ne dir. Ja, toll, wenn ich drüber fahre, schießt mich bestimmt der RHM ab, aber ist mir sowas von wohin. Wo genau war denn der KV4? Das ist es wert, oder? So. Ja, komm, schieß mich darauf, du blöder RHM, Alter. Der campt da oben auf dem Berg. Ja, freilich campt der da oben, wo soll er sonst campen? Aber dass den noch keiner gescoutet hat. Das Problem ist, wenn ich vorfahre, drückt sie mir noch einen Schuss rein. Und ich sehe ihn dann immer noch nicht. Kannst dich ja einen Busch stellen. Oder nur deinen Toll. Turm zeigen. Er steht auch im Busch. Macht der T34 da unten, ist der AFK. Und wartet der auf bessere Zeiten oder was weiß ich? Gib ihm doch mal Kommandos. So, folge mir oder so. Ah, er bewegt sich. Ah. Er ist wieder aufgewacht.
nachdem wir ihn erwähnt haben. Ja, er hat gemerkt, dass er famous wird. Ganz famos. So, lass ihn dann vorfahren. Oder versuch da rüber zur Stein, zu den Steinen. Nein, ich fahre da jetzt nicht rüber, ich bin gescoutet. Wieso das? Ja, was weiß denn ich? Ich will auch ein RHM, aber wir haben erst ein Nashorn. Was scoutet dich denn dann bitte? Ja, weiß ich doch nicht. Ich bin ja gescoutet. Dann ist er doch bestimmt direkt da vorne irgendwo dran. Ja, freilich, der muss da irgendwo sein. Ja, streck mal deinen Turm raus. Vielleicht schießt er ja dann und... Nicht gescoutet. Da ist schon Bumm gemacht, aber man sieht ihn einfach nicht. Was hast du jetzt vor? Ich versuche heute vorzufahren, aber es wird nichts. Was macht denn der T34 bitte? Bin ich wieder gescoutet? Ja, das ist ja hier hochspannend. Ah, da hat er wieder geschossen. Feinsten hier. Ne, das würde ich dir nicht empfehlen, aber. Scheißegal jetzt. Ich hab's dir gesagt. Schnell denn der nach? Ja, schnell genug. Du hast doch gesehen, wie schnell dieser verdammte Nashorn da nachlädt. Immerhin geht's mal voran mit der Niederlage. Ob wir das noch gewinnen? Oder wenigstens zu einem Draw. Da kann man ja nichts machen. Aber dieser verdammte RHM. Den Affen nicht ziehen. Stealth? Oder was? Ich weiß nicht, was man auf dem RHM dann für Module draufpacken könnte. Carbonets, Schernfernrohr. Dann sieht dich keiner mehr und du siehst alle. Toll. Ja, das war's dann auch schon wieder für diese Folge hier. War ja ein erfolgreiches und ein durchwachsenes Gefecht. Ich mag das Wort. Ja, auf jeden Fall, das war's für diese Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin verabschieden wir uns für diese Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.